dürft hier hinten immer das Brett festhalten. Kleine Künstler gestalten unter der Leitung von Betreuerin Edita in der alten, ziegelegalen Lange Zaunlatte nach eigenen Ideen. Die hölzernen Skulpturen gehören zu einem Kunstprojekt, bei dem die deutschen und polnischen Kinder durch den Lasower Künstler Willi Selmer unterstützt werden. Individuell gestalteten Zaunlatten werden als geschlossenes Kunstprojekt am Pool aufgestellt, damit auch die Nächsten sehen, was hier im Camp entstanden ist. Der Vormittag ist rasch vergangen und die Arbeit macht die kleinen Künstler sehr hungrig.